So, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Origins. Ich muss mal gerade gucken, wo die nächste Quest ist. Die ist da vorne. Wie gesagt, wir brauchen halt noch ein bisschen Level. Moin, denn. Helaros, du alter Sack. Deine Tage sind gezählt. Keine Angst. Für dich habe ich noch genug übrig. Du bist lahm und schwach. Du kannst kaum schlagen. Das ist gut. Du wirst dir bloß die Knochen brechen. Hallo, Boden. Piraten, die dürfen jetzt auf die Fresse hauen, oder was? Nö. Hilf dem alten Kämpfer. Hey! Runter von ihm! Lass ihn in Ruhe! Wer bist du? Willst du auch was ab? Na gut, dann komm, du Held. Natürlich. Stirb, du Wurm! Meinst du, ich habe jetzt Bock auf... Wow. Geschafft. Aber auch nur knapp. Auch nur nicht für Spezialfähigkeit. Oh, ich habe ein bisschen so große Töne gespuckt. So. Und du? Aha. Folge dem alten Kämpfer. Ich krieg ein seltenes Schild dafür. Zu alt, um dich auf der Straße zu prügeln. Wirst du mich jetzt etwa auch noch so beleidigen? Jugend ist ein Geisteszustand, Junge. Die Götter altern nicht. Aber danke für deine Hilfe. Es ist schön, einen Raufkumpan zu haben. Dein Kampfstil ist ungewöhnlich. Gefällt mir. Ich stecke viel ein. Eine überraschende Strategie mit gut platzierten Narben und inneren Blutungen. Warum hast du gekämpft? Ich kämpfe schon seit langer Zeit. Ich war schon ganz oben, da hingst du noch an der Zitze. Ich muss kämpfen. Was meinst du? Hast du irgendwie Ärger? Ärger? Nein. Ich mache mein Geld mit Straßenkämpfen. Nicht jeder kann sich die gälischen Brüder in der Arena leisten. Ich gebe eine Kostprobe hier draußen. Wenn man gewinnt, lohnt es sich auch. Wenn ich nicht gekommen wäre... Hätte ich mal wieder verloren. Grausam, was das Alter einem antut. Hades, ich vermisse die Arena. Ich war einmal gut. Der Liebling von Pompeius. Das Kämpfen hier draußen bringt Brot. Aber man bekommt keinen Ruhm. Nichts ist besser als die Schreie 30.000 blutrünstiger Anhänger. Die Arena hat mir auf jeden Fall eine Nase für Talent gegeben. Und du hast welches. Mit etwas Hilfe könntest du auch so aussehen. Warum machst du nicht den nächsten Kampf? Nach den paar Niederlagen brauche ich eine Pause. Unter einer Bedingung, Alter. Nach diesem Auftrag suchst du andere Arbeit. Jugend ist ein Geisteszustand. Sie ist hier oben. Schön, da wären wir. Unterschätze ihn bloß nicht. Wieder die alte Rübe, die sich eine Abreibung abholen will. Den müssen wir zum Erschlagen. Diese Schmähungen. Das wird noch schlimm für dich enden. Jugend ist ein Geisteszustand. Heute habe ich was Besonderes für dich. Oh, seht! Großvater hat einen Sekundanten. Na los, mein Hübscher. Lass sehen, was du kannst. Das zeige ich dir jetzt. Jetzt! Das war so nicht abgemacht! Du fieser Greis! Ich bin raus! Wer ist jetzt der Feigling, du Schlappschwanz? Komm zurück so. Und kämpf zu Ende! Das war gute Arbeit! Ein schöner Anfang! Fast schon Arena-würdig!
Wie heißt du, mein Sohn? Bayek von Siva. Und ich habe schon in der Arena gekämpft. Ja, die gälischen Brüder haben wir schon gewonnen. Ein richtiger Kämpfername, oder? Wir wollen was Einprägsameres wie der Schönling aus Siva. Lass uns später drüber reden. Erst wird geübt. Geübt? Hör mal, Alter. Heute Abend wird gekämpft. Treffen wir uns bei Sonnenuntergang, ja? Oben auf dem Leuchtturm. Aha. Er wird bei Sonnenuntergang, wenn er trifft den alten Kämpfer. Wir müssen jetzt eh was. So, dann gehen wir mal da hoch. Die Frage ist, läuft die Zeit automatisch oder müssen wir kurz einen Moment warten? Gucken wir mal gerade da hoch. Ja, wir waren schon mal hier, ne? Okay, warte mal. Wo war denn das? Irgendwo war gerade irgendwas, wo wir uns hinsetzen könnten. Weil ich jetzt eigentlich keine Lust habe zu warten noch eine ganze Weile. Das war's. Gedrückt halten. Alter Narr. Er ist spät dran. Hier unten! Was machst du da unten? Wir sagten doch oben! Beeilung, komm runter! Wir müssen zu einem Kampf! Mach mal so! Warum hast du mich zur Spitze des Leuchtturms geschickt? Ich muss dir mal etwas sagen. Vilarus nimmt das ab jetzt ernst. Schüler hinterfragen ihre Lehrer nicht. Hey, alte Rübe. Du bist nicht mein Lehrer. Ich liebe diesen Leuchtturm. Hatte dort mein erstes Mal. Ich wollte, dass du ihn siehst. Ja, und das Klettern ist gut für die Lungen. Die Belohnung war der Ausblick. Ich war schon mal da oben. Findest du nicht? Das war's wohl. Es ist immer gut, sich die Zeit zu nehmen, die Schönheit der Welt zu bestaunen. Siehst du? Mein Wahnsinn hat stets Methode, Bayek. Vergiss das nicht. Was wird das jetzt? Ein Wettlauf zum nächsten Kampf! Bewegung, los! Ernsthaft jetzt? Ach, bei allen Göttern! Die Griechen, du verlierst doch nicht gegen einen Greis, oder? Die Ägypter ziehen zu ihren Brüdern. Nö, tue ich nicht. Gib den Weg frei! Ruh dich aus, Großvater. Zeig deinem Lehrer etwas mehr Respekt. Ich bin in der Arena stundenlang im Kreis gerannt. Pompeius nannte mich das Kamel des Hermes. Ich wurde nie müde. Bei Amun, du bist nicht mein... Pompeius verglich dich mit einem Kamel? Hilarus Maximus, das Kamel des Hermes. Hilarus, du musst doch noch etwas anderes können, außer kämpfen. Was soll's da noch geben? Ich kämpfte mal gegen eine ganze Garnison. Kannst du das? Ah, ich hab's versucht. Wir haben noch einen Kampf zu kämpfen. Hilfe, Hilfe, es ist Herkules. Du gehörst mir, Helena von Troja. Du entkommst nicht. Ja, das ist ein Hurenhaus. Das ist deine nächste Lektion. Du darfst dich auf keinen Fall ablenken lassen. Unser letzter Kampf ist drinnen. Du bist der Herausforderer? Das wird bestimmt ein Genuss. Komm schon, die warten. Bayek, komm erst zu Atem. Das wird sicher sehr hart. Gib mir Bescheid, wenn du soweit bist.
Ja, da darf ich keine Waffen nutzen. Aber sonst hätte ich gewonnen. Oh, der ehrschmächtige Hilarus sucht seinen verlorenen Ruhm. Die Gerüchte sind also wahr. Du versteckst dich heutzutage hinter einem Hauslöwen. Das nützt nichts. Ihn schlage ich wegen des Geldes. Danach schlage ich dich zum Vergnügen. Das war's. Stirb! Welch glückliche Fügung. Verflucht, du verlogener Greis! Ah, so kaputt. Soll es hier also laufen. Dann bin ich aber auch dabei. Gewonnen oder was? Erledigt. Das war eine gewinnende Vorstellung. Können wir dich vielleicht fest einstellen? Ich glaube, da ist ein kleiner Schreibfehler drin. Stark aussehen und dich um Ärger kümmern. Du würdest gut umsorgt werden. Unglücklicherweise habe ich Verpflichtungen. Wie wäre es mit einem echten Meister der Arena? Hilarus hier war der Liebling von Pompeius. Du bist etwas alt, machst aber eine gute Figur. Steckt denn noch genug in dir? Ob ich... Nibet, ich bin Hilarus. Jugend ist ein Geisteszustand. Du wirst sicher mehr als zufrieden sein, wenn mein Schützling mich freistellt. Dann komm. Besprechen wir beide das mal unter vier Augen. Quest abgeschlossen. Der Herr Altmeister. So viel lag es denn hier? Wie viel Level haben wir denn? Oh, 32. Ja gut, theoretisch wären wir schon vom Level her, dass wir den ohne Probleme snacken könnten. Aber das ist noch ein 30er, habe ich schon unterwegs irgendwo. Warte mal, ich guck mal gerade hier oben wegen. Wir haben doch hier eine Quest neben der Menschenfresser. Wir haben jetzt noch... Ja, 10.000 Erfahrungspunkte brauchen wir. Also 2 bis 3 Dinger brauchen wir noch. Gut. Ich mache mich mal wieder rüber zur Gladiatorenarena. Ja. So, dauert jetzt einen kleinen Moment. Ich wollte jetzt nicht den Philakis noch ärgern. So, die nächste Quest, wie gesagt, ist die hier oben, der Menschenfresser. Und das sehen wir uns dann, liebe Leute, in der nächsten Episode an bei Let's Play Assassin's Creed Origins.